Trail Deep. Es gibt einfach kein Ziel, außer zu überleben. Überleben ist das einzige Ziel. Kratzwurst schreibt, du kannst dich ins TS nicht einloggen. Du bist doch schon drin. Du musst jetzt nur noch sprechen. User in your channel timed out. Was? Ah, da ist er doch. Hallöchen. Ja, ein wunderschönen, warte, ich muss mal eben, ja, ich muss doch gerade sprechen. Hey. Ja, ich muss dich gerade im Livestream leiser machen. Doppelt hören ist ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Ach ja, ja, Namen Chat. Jetzt schweig ich wie ein Grab. Sieht nicht allzu schwer aus bisher, schreibt Dirk. Ach ja, das, also die Dinos können schon, wir sind heute schon die ein oder anderen Tode gestorben. Man täuscht sich. Am Anfang ist es schwer vor allem. Ja. Ja, wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte, ich glaube, das ist echt regionsabhängig. Weil ich hatte echt immer das Glück mit West 2, dass ich da halt eine schöne kleine Base in Ruhe aufbauen konnte und danach halt Dinos fangen konnte. Aber das ist ja halt jetzt auch über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her, wo ich halt extra mal Ark gespielt habe. Und bis dahin kamen bestimmt wieder 5000 Updates. Also das mit den Regionen ist auf jeden Fall, richtig, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also in den ein oder anderen Regionen ist halt mehr los als in manchen anderen. Ne? Mhm. Aber so generell ist der Anfang halt, egal wo man ist, irgendwie am schwersten. Weil man immer das Pech hat, dass irgendwie mal irgendwer kommt und einen tötet. Ja, klar, sicher. Ich hatte damals bei einer Welt angefangen, halt Standard-Map in Richtung Süden. Ich weiß jetzt nicht, ob das 1 oder 2 war. Der kam direkt von hinten mit einem T-Rex am Arsch geklebt. Ne? Da bin ich wieder. Gerade gespawnt und direkt ein T-Rex hinten am Arsch. Das war feierlich, ja. Und der war auch noch Level 83. Ach ja, kann man mal machen. Ne? Also, ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt Ark installieren würde, würde es halt stundenlang dauern. Und ich könnte es halt auf very low spielen. Und ganz ehrlich, ne, da tue ich mir nicht an, da kriege ich Augenkrebs. Ja, Ark ist schon anspruchsvoll von... Ja, richtig. So, wer braucht denn alles noch Handschuhe? Ich mach nämlich jetzt mal Handschuhe. Ich erstmal, ja. So, ich vermute, Digi-Ritter auch. Ich hab, also Handschuhe, Stoffhandschuhe habe ich. Ach so, okay. Dann mache ich erstmal nur zwei. Ach, Christoph steht direkt hier bei mir in der Hütte. Pass auf, ich schmeiß dir die Handschuhe mal raus, ne? Ja, zack. Mach jetzt raus. So. Und jetzt würde ich gerne einen Störser und Mösel herstellen. Ein Störser und Mösel. Störser und Mösel. So, jetzt hat da gerade irgendwer was geschrieben und ich hab's verpasst. Boris hat geschrieben, dass wir Kisten und Schränke brauchen. Sind dran. Das ist diese Einschränkung mit diesen Engrammpunkten. Denk an das Mörser-Rezept von eben. War das Maddie, der es geschrieben hat, oder war das Wolf? Bezogen auf was? Auf den Mörser, den du dir jetzt craften willst. Ist schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde her, wo er geschrieben worden ist. Bezogen auf das Spark Powder oder was? Ja, genau. Ja, so weit sind wir noch nicht. Das Spark Powder brauchst du nicht so lange. Ja. Ich brauche erstmal Schrauben. Ja, ich denke mal, als erstes wäre halt wichtig, dass man halt nicht immer die Bären sammeln muss, dass man dann halt dieses Narkotik dann herstellt, ne? Alter, fliegt mir hier so ein komischer, wie heißen die Dinger hier noch? Paradontose. Fluchvieh. Genau, Fluchvieh. Genau, das war der korrekte Name. Fluchvieh. Oh, ich glaube, der Dirne besucht uns jetzt. Kann das sein? Mhm. Oh, ich muss weg. Spaß.
Donne, wenn du die TS-Daten haben willst. Pteranodon, genau der. Flugfisch. Wie der Christoph schon gesagt hat. Klasse. Ich glaube aber, Hoppel hat dir einen Autobot dafür generiert für den TS-Server. Gummi. Weil ich habe ihr gerade den Link per PN geschickt. Okay. So, ich habe den Störser und Mösel habe ich ins Haus gestellt. Und zwar in die hintere linke Ecke. Urgummiadler, ja, finde ich auch gut. So, Narcotics können wir herstellen. Haha, sehr schön. So, pass auf, dann... Narcotics sind gut. Dann mache ich das doch eventuell schon mal, wenn ich irgendwo verdorbenes Fleisch finde. Ich habe irgendwo in der Kiste ein bisschen Fleisch gelegt, verdorbenes. Normal. Perfekt. Liegt irgendwo, muss halt gucken, wo, ich weiß nicht mehr genau welche. Ja, ja, ich hab's schon gefunden. Hoppo, ich tu dich da mal anwispern, ne? Ich hab keine PN bekommen, schreibt Hoppelopser. Obwohl ich die gerade abgeschickt hab, keine Ahnung. Will haben. TS-Daten posten, kann ich gerne erzählen. Hab ich schon. Okay. Ja, ja, von 5 Seiten. Also wenn das nicht ankommt. So, Narcotics sind schon mal ein paar auf dem Weg. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich habe doch eben in die Schildkröte habe ich auch irgendwie Sachen reingelegt. Da bin ich mir sehr sicher. Gucken wir hier nochmal. Der hat noch ein bisschen Fleisch. Level up verfügbar. Yeah, level up. Dann mache ich nochmal ein bisschen Gewicht. So, 6 Punkte. Worin investiere ich denn 6 Punkte? Ah, geil. Die Nachricht wurde als Spam erkannt. Ja, ey. Ohne Greihoppel. Ich schicke vielleicht zweimal im Jahr PN über Twitch, ne? Ja. Und die wird als PN erkannt. Ja, nee, geil. Das liegt an der Konfiguration vom Chat, ne? Links dürfen nur von Moderatoren und von mir gepostet werden. Aber doch nicht als PN. Doch, ich glaube schon. Dann ist das, sorry, wenn ich das sanfte Aussage für den Arsch. Ich glaube, der Klaus ist noch leicht YouTube geschädigt. Also Livestream-mäßig. Ja. ich lerne die 6 Punkte. Für die 6 Punkte lerne ich erstmal nichts, ne? Denn ich verwarme die lieber. Dann habe ich nämlich. Ich glaube, das sind die Spätfolgen von dem doppelten Bärangriff von gestern. Nee, das sind leichte Herzrhythmusstörungen, ja, die er vorgetragen hat. Soll ich mal noch ein paar Kisten herstellen? Wenn du magst, gerne. Ich kann nämlich gerade. Mach ich mich auch mal nützlich. Wenig Kisten, du kannst aber auch warten. Ist nie verkehrt. Warte mal kurz, ich kann gleich die großen Schränke lernen. Da würde ich die nämlich danach gleich herstellen wollen. Ja, das macht vermutlich mehr Sinn, ja. Gut, jetzt habe ich eine gemacht. Eine kann ja. Nee, kommt's nicht da. Okay, Holthops, da schreibe ich brauche jetzt nur angeben, dass es kein Spam nicht. Ist. Alles gut. Sehr schön. CS-Dirne poste ich jetzt. Und Spawn. Namen Steinrolle. Tropical Island South. Genau, Tropical Island South. Tropical Island South. So, pass auf, dann kann ich ja jetzt hier nochmal die restlichen Steine, Tierhaut, Fasern. So. Sehr schön, läuft doch bei uns. Mhm. So, Störser Mösel kann ich mal wieder rausschmeißen hier. So, ich glaube, ich gehe mal ein paar Steine farmen, ne? Denn wir haben so gut wie keine Steine mehr. Ich nehme aber hier mal. Ja, die hast du also verballert eben bei den ganzen Dinos. Das stimmt, ja. Dann gehe ich ein paar Steine farmen, dann mache ich mal was Sinnvolles. Ah, kann mal jemand die Narkobären von dem Mörser wieder in den Dino packen? Schreibt der Wolf gerade. Denn im Mörser verderben die schneller. So, ich glaube, ich muss. Ja, ich glaube, der Dodo war der Kühlschrank, ne? Kann das? Das ist, glaube ich, egal. Aber in den Dodo kannst du auf jeden Fall reinpacken. Ja, ich hab den immer. Da ist er doch, der Birne. Kühlschrank genannt, ja, weil bei ihm halt die Sachen langsamer zerfallen. Halt, ne? Hallo, Dürne.
Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten. Hallo. Das ist eine Doofheit. Mensch, wird der ja richtig voll hier in den PS. Ja. So, wobei, Birne, du hast, glaube ich, die Boxen an. Deine Lautsprecher an, das ist ein bisschen laut. Ja, warte, 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 warte. Du verursachst Störgeräusche. Scheiße. Haben wir noch Essen in der, im Feuer? Doch. Nee, aber Beeren in der Schildkröte. Oh, ich bin erschöpft. Oh, und ich hab Hunger. So, jetzt pass auf. So, der Dirne verursacht immer noch Störgeräusche. Ja, ich höre mich, bleiben, ja. Ich höre mich doppelt. Und das liegt nicht am Alkohol, Freunde, der Sonne. So, jetzt ist es gut. Ja. Ja, stimmt, jetzt ist gut. Ja, ich hab's drauf. Ja, cool. Ja. Nochmal Namen, Dirne. Ohne Doppel. Das muss ich den Stream aber ausmachen, sonst hört sich das scheiße an, ne? Wir muten doch einfach. Ja, genau, das meinte ich auch. Ne? Also, das hört sich maximal für dich scheiße an. Ja, nur für mich. Ne? Warum so, mag die Erde gerade? Passwort für den Server? Ist dasselbe wie bei dem alten. Alles klar. Jetzt kommt die Frage, wie war das nochmal? Wie war das noch? Hab Nein. ich das jetzt eingetippt oder das, nicht? Das weißt du, oder? Ja, ich hab's auch. Ich weiß das. Ja, weißt du, quasi ganz schnell die TXT-Datei öffnen. Oh. Ach ja. Also, hier, die Bären kann ich auch schon. Boah, wie viele Fasern haben wir denn? Krass. Ja, ich musste Bären sammeln, ne? Für die Schildkröte. Oh. Boah, das ist ja Hammer. Aufsammeln geht schneller. Ganz ehrlich, auch wenn er jetzt viel aussieht, sind die so schnell weg. Ja, ich weiß, aber jetzt gerade am Anfang sind die so wertvoll. Ja, ja, klar, sicher. Was? Wer ist ein starker Mann? Ja. Ach, du hast ja nichts. Kannst du mal ein Dings wollen? Ja, Grüße an deine Söhne. Ja, vielen Dank auch. Die haben mich gegrüßt, meine Kinder, meine Grüße, meine Söhne. Ja, warte nichts. Weißt du Bescheid? Nee. Der Pausenklaus hat dich gegrüßt, Junge. Grüß zurück. Oh Gott. Kann ich ein Eis haben? Du könntest ein Eis haben. Nee, oder? Eis, für Eis ist es ein bisschen spät, ne? Wird jetzt langsam Zeit fürs Bett. Nee. Da hat Onkel Klausi aber recht. Ach gar nicht, der hat keine Ahnung. Für Eis ist es nie zu spät. Das stimmt allerdings. So, da bin ich doch glatt hier von so ein paar Kompis angegriffen worden hier. Die kommen auch immer zu dritt, ne, die Drecksäcke. So, aber immerhin wieder ein bisschen Fleisch gewonnen. So, jetzt geh Steine sammeln. Wie viel Stein brauche man? Man kann gegebenenfalls sein, dass das Rudeltiere sind. Danke, Schatzi. Mausi. Steine kann man nie genug haben. Nur Rudel zusammenarbeiten? Beziehungsweise, ja, halt Familie halt, ne? Also Stein brauchen wir mehr als genug, wenn wir dann dazu übergehen wollen, eine Steinbasis zu bauen. So, es stehen 5 Schenke und ich bin schon leicht betrunken, sie stehen etwas schief. Nur das Einloggen scheitert hier dauernd, ne? Hast du dir die Map runtergeladen? Ja, die Map habe ich schon. Ah, bist du sicher, dass die auch installiert wurde? Ah, warte mal. Da spinnt manchmal arg rum. Ja. Wird in Steam bei dir installiert, ja, ja? Ja, ja, steht da. Okay. Ja, dann liegt's an dir. Dann liegt's wieder an mir, ne, pass mal auf. Dann mach ich nochmal hier. Ich starte mal neu hier oder so. Ja, ein Neustart ist immer gut. Ja, das ist gut. Yeah. Wolf, meine Frage, warum sollte man einen Kompi auf der Schulter tragen wollen? Kann man das? Ja. Schreibt der Wolf, oh, cool, gerade, ja. So. Machen wir die Kompi-Piratenbande. Mhm. Ja, nur schade, dass man sich dann keine Augenklappe herstellen kann, ne? du kannst deine Mütze bemalen, vielleicht kriegst du ja ein ähnliches Muster hin. Ja, aber erst viel später, ne? So. Ich glaube, bemalen kannst du auch schon recht am Anfang. Ja, ey, okay. Im Grill liegt Fleisch. Irgendwer hat eben nach Fleisch geschrien. Ja, ich wollte wissen, ob es allgemein was zu essen gibt. Ich habe jetzt gebärt. Ja, immer, ich bin ja nicht deine Frau.
Wenn du Hunger hast, mach dir halt was, weißt du? Ja.